Wir sind jetzt hier bei Eura und Eura hat ganz neu einen Mercedes, einen voll integrierten Mercedes auf den Markt gebracht und den schauen wir uns jetzt mal an. Da sieht man auch noch andere YouTuber. Hier wird hart gearbeitet. Der Avanti ist wieder on Tour und nimmt uns den Platz im Wohnmobil weg. So, da haben wir die Heckgarage. Man sieht schon mal die Besonderheit, dass das nach oben aufgeht. Mach ich aber jetzt hier mal gerade zu, sonst habe ich der Helle wirklich nicht mit auf der offenen. Ja, genau, machen wir zu. Und da haben wir eine kleine Klappe noch zur Versorgung. Das ist auch nicht schlecht, aber die Garage ist ziemlich klein. Ich weiß jetzt auch gar nicht die Maße von dem Fahrzeug, 726, also der hat maximal 7,40 Meter. Und die graue Farbe, das ist wohl ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, hier die Seitenwand, sieht genauso aus. Und da haben wir die Gasflaschen. Hier eine Durchlademöglichkeit. Die Usik prüft gerade die kritischen Kommentare. Ja, das kam mir wieder zwei. Ja, und da sieht man. Aber alles freundlich. Also freundliche Kommentare, das höre ich natürlich gerne. Und da haben wir die Versorgung. So, man sieht schon beim Mercedes, habe ich ja schon oft genug gesagt, mit der Haube. Hier hat man auch keine Haube, das geht gerade runter und entsprechend lang dürfte die Front sein. Wir zeigen es jetzt dann gleich einmal von innen, wenn da unser YouTube-Kollege das Fahrzeug verlassen hat. So, jetzt haben wir doch noch die Daten gefunden. Das ist der Mercedes auf 4,5 Tonnen, kostet 150.000 Euro und ist doch 7,47 Meter lang und hat eine Höhe von 2,98 Meter, also im Prinzip von der Größe schon so, wie es in dem Rahmen ist, den wir uns vorstellen. Man muss allerdings rechnen, dass die Länge auch 20 cm vom Wohnraum beginnt, denn der Mercedes-Motor, der lädt etwas weiter aus. Also wenn er auf 4 gebaut wäre, wäre er wahrscheinlich nur 7,30 Meter lang. Also zwei Fahrräder passen rein, aber viel mehr nicht. Aber hier hat es ja auch noch Stauraum. Ja, ja. Aber ist trotzdem relativ klein. Mal schauen, was der Innenbereich bietet. Was ich jetzt hier sehe, das sieht nach Durchlademöglichkeit aus. Vielleicht müssen wir nochmal von innen schauen. Da haben wir schon mal die Einstiegsstufe, die hat unterschiedliche Breiten, was mitunter auch etwas schwierig ist. Und dann haben wir eine Face-to-Face-Sitzgruppe, aber das gibt es sicherlich auch als Rundsitzgruppe. Und jetzt macht die Ursi gleich die Tür zu, damit wir ungestört sind, wie es unser YouTube-Kollege gerade gewesen ist. Und da sehen wir schon den Tisch, der ist klappbar zur Hälfte. Ich stelle das mal hin. Für 7,50 Meter sieht man nicht viel vom Raumwunder. Denn wenn ich mir die Küche anschaue, das ist schon ziemlich bescheiden. Oder was, was sagst du? Warte mal, du hast hier das wieder vollgestellt. Ja, ich wollte auch mal ins Cockpit gehen. Ach so, ja. Es gibt keine Vorhänge, also das ist wahrscheinlich das moderne Design. Braucht man auch nicht. Die Ossi will so und so keine Vorhänge. Nee, in der Küche sowieso nicht. Und die Klappen, die sind aber schön, jawohl, die gehen mit einem Knopfdruck und das sind auch Plastikscharniere, ja, aber... Ach, da auch nicht.
hier unten die Verdunkelung? Ja, ja, das ist wie bei uns. Da haben wir also die beiden Klappen. Mehr ist da nicht, bei 7,50 Meter fast. Also das ist schon ein bisschen bescheiden. Da haben wir das Huppet, das ist manuell zu bedienen, aber gibt es sicherlich auch elektrisch. Und dann schauen wir noch mal in den Fond nach vorne. Also die Sitze sind unten. Das heißt, da hat wohl gerade jemand das Huppet bedient. Also die Verdunkelung ist hier halb runter. Und man muss einmal sagen, das Ganze hat schon Schmackes, also das geht nicht so ohne weiteres. Ich weiß es nicht, dass die Hersteller von integrierten Fahrzeugen hier keine bessere Lösung herbekommen, so wie es wir haben mit automatisch Rollo. Vielleicht gibt es das aber auch automatisch. Wir wissen es nicht. Die Uzi sitzt in Face-to-Face, ich sitze im Cockpit. Dann haben wir hier die Rückfahrkamera. Und das normale Mercedes-Cockpit, das natürlich sehr schick ausschaut, aber auch natürlich der weite Weg zur Frontscheibe. Das ist auch schon die neue Mercedes-Optik, nämlich nur noch mit den zwei Getränkehaltern und nicht mehr mit den vier da oben. Und ansonsten gibt es hier gar nichts Besonderes zu sagen. Hier haben wir die Seitentür, die Fahrertür und auf der anderen Seite wie üblich ein kleines Schränkchen für die Ablage. Wenn wir dann zur Face-to-Face-Sitzgruppe kommen, haben wir hier den Halbtisch. Überschieber, ja, da unten ist ein Hebel, also den kann man dann bestimmt noch. Der lässt sich erstellen, wie man braucht. Drehen in allen Varianten. Ja, ja. Und da ist ein Hebel noch unter. Und dann haben wir hier noch den Oberschrank. Also, ich würde mal sagen, vom Prinzip, was ich meine subjektive Meinung, Raumwunder ist anders, oder? Ja, vielleicht ist das auch noch den dunklen Möbel geschuldet. Das kann natürlich auch sein. Nein, aber es ist ja kein Schrank hier. Und nein, das Fahrzeug ist länger als unseres. Das ist länger? Ja, der ist länger als unseres. Wahrscheinlich durch die Face-to-Face-Gruppe. Oder zumindest genauso lang. Nein, ich denke, dass das mit dem Mercedes zusammenhängt, weil der geht natürlich auf die Länge. So, hier haben wir die Dusche, ohne Oberlicht. Da ist überhaupt kein Fenster in der Nähe. Ja. Ja, und der Radkasten ist auch ein bisschen im Weg. Hier ist mit Backofen Detfort-Schrank. Detfort oder Dometic, das ist eigentlich eine große Sache, außer dass der Detfort da den die Gefriere integriert im Kühlschrank hat. Mhm. So, dann schauen wir da mal ins Bad. Ja. Das ist alles sehr eng hier, obwohl das Fahrzeug ja über 2,30 Meter hat, ist es doch relativ eng. Und dann schauen wir mal, komm ich mal zum Hause. Also, und dann musst du hier zumachen. Ja. Aber die Toilette sieht ja groß aus. Die ist los, ja. Also, die hat ein Oberfenster. Schau, da ist oben ein Fenster. Was ich immer gut finde. Und so hat sie auch Schränk. Und ja, ganz normal. Aber Platz hat man da drin. Mhm. Ja, es ist natürlich groß hier, weil es weiter in den Raum reingebaut ist. Dafür ist der Durchgang relativ schmal. Ja. Die Fenster sind auch ganz hinten schön gestaltet, also alles ohne Doors, ja. Ja, vielleicht kann man die selber noch oder die kommen noch rein. Also das ist für mich jetzt das Ausschlaggebende. Und sehr große Fenster, sehr große Fenster. Und dafür spart man da bei den Klappen, also. Ja, da hat es zwei große Klappen. Ja, für uns wäre es zu wenig Raum, muss ich. Vermutlich, ja. Wir würden unsere Sachen nicht unterbringen. Ja. Ja, wir haben hinten, glaube ich, drei Schränke. Hier sind zwei. Ja, zwei große, wir haben drei kleinere. Ja. Aber seitlich haben wir einen wesentlich breiteren Schrank. Ja, das stimmt. So, jetzt schauen wir. Da haben wir Ablage, die ist gut gestaltet. Hier sind zweimal USB, da ist USB und auf der Seite, andere Seite auch. Lichtschalter, hier Ablagefach.
Also das ist ganz gefährlich. Also auch von der Stromversorgung her ist es her modern gemacht. Mhm. Aktuell mit USB, aber nicht USB-C, nur normaler USB. Aber das langt ja im Prinzip aus. Da gibt es ja Adapter dafür. Ja. Und hinten in der Lampe hat man auch noch mehr einen USB-Stecker. Also im Prinzip sind hier vier, wenn ich das so richtig sehe. Aha. Also genügend. Ja. Aber an Froli hat man wieder gespart, mal den Lattenrost. Die Froli sind eigentlich schon etwas hochwertiger. Ja. Also wir schlafen auf Froli und es ist sehr gut. Und wir wissen von vielen, auch eurer Fahrer, die Froli nachgerüstet haben. Und da hat man der Ausgleichsbehälter, ja, also der ist natürlich auch nur ein wenig blöd untergebracht, wo ich die ganze Wäsche drin habe. Also der ist vielleicht im Bad besser aufgehoben. Also so ganz können mich viele Details nicht überzeugen. Nein. Muss ich ganz klar sagen. Ja. So, hier kann man die Tür noch zumachen. Aber man sieht schon, man muss das auch von beiden Seiten bedienen. Es ist immer etwas praktischer dann in der Praxis, wenn man es von einer Seite bedienen kann. Und aufkriegt das doch, muss man... Oh ja, also... Ussi, wie geht's auf? Ja, da muss ich hier halt erstmal vom Bett runterklettern, dann ist es jetzt. Also kletter runter. Jetzt so, da hat ein bisschen was geklemmt. Ja, das ist Übungssache. Aber wenn beide Türen zu sind, also diese Durchgangstüre und diese Türe hier, dann ist es ein sehr enger Durchgang. Also vermutlich wird man da niemals beide Türen zu haben. Und das enge Holz, das dunkle Holz, das ist nicht jedermanns Sache. Aber wir wissen von vielen Leuten, dass die das schätzen und dass die das auch schätzen, wenn keine Stores dran sind. Ihr habt ja die Ursi gehört, die ist da nicht so scharf drauf. Ich finde Stores also schon schön. Da kann man sich ja selber dann was hinmachen. Also ich kaufe doch kein Auto für fast 200.000 Euro und mache mir dann selber was hin. Also entschuldige bitte. Vielleicht kommen wir da auch noch. Schau mal, da ist ja, der ist halt... Also dieser Vorhang. Ja. Dieser Vorhang ist nur ein reiner Raff-Vorhang. Macht gar keinen Sinn, weil verdunkeln kann man ja mit dem Rollo, mit der Jalousie. Ja. Ja. Also es macht keinen Sinn. Nein. Ich weiß es nicht, wer sich sowas überlegt. Ich meine, ein Store, da hat man einen gewissen Sichtschutz und kann trotzdem raussehen. Und was willst du mit dem dunklen Raffrollo, wenn du unten eine Jalousie hast? Also, nicht viel. Also, ich würde mal sagen, da hat wieder jemand nicht mitgedacht. Und den Durchgang, auch den sehe ich etwas schmal. Aber dafür hat man eine breite Dusche, die man gar nicht in dieser Breite braucht. Was natürlich schön ist, ist, dass das Bad ein wenig breit ist, aber diese Ecke da, die hätten wir schon etwas schmaler machen können. Meinst du, dass die Dusche breit ist? Ist doch ganz normal. Ist die normal? Nee, also, die ist schon ziemlich tief. Findest du? Ja, ja, die ist schon tief. Also dieses Eck hätte es nicht gebraucht, ja. Okay. Die ist tiefer als unsere. Auch schon mal hier. Haben wir die Kleiderschränke? Ja, warte, das so. Ja, das kann man von außen laden. Ah, das ist ja praktisch. Ja, das mal schau, die kann man auch noch von außen laden. Aha, also da kann man von außen was reintun. Das ist natürlich jetzt einmal ein Gimmick, wo man sagen muss, da könnten sich andere was abschneiden. Und hier auch. Guck, und das ist der gleiche, ja, das ist... Ja, nein, der ist wieder ein bisschen anders aufgeteilt. Aha. Dann kann man von der Garage aus dann noch eventuell was laden. Also... Da muss man sagen, da hat dann eurer sich schon was dabei gedacht. Licht ist übrigens auch drin. Mhm. Licht ist hier drin. Was natürlich sehr gut ist. Bodenklappen sind auch da. Guck mal, von der Stufe, die Stufe hier hat auch eine Durchreiche zur Garage. Das habe ich schon von der Garage aus gesehen, dass es vermutlich so ist. Und das ist auch, also diese Garagenzugangsmöglichkeit. Man nutzt sie zwar vielleicht nicht so häufig, aber das hat natürlich schon einen gewissen Vorteil. Ja, und das Bett kann man halt natürlich wie üblich verlängern. Und dann als Kuschelecke nehmen. Genau. Also, und dann hat es natürlich hier nur eine Bodenklappe.
Aber die machen wir jetzt nicht alle aus. Nee, da hat es eine Bodenklappe, aber da sind dann die Wassertanks drinnen und vermutlich auch ein Fach für die Schuhe. Der Kühlschrank steht auch am Boden, was wir auch nicht so toll finden. Da ist Besteckschubkasten. Also alles in allem gesehen, Ussi, wenn ich sagen würde, der würde mich interessieren, was der zu sagen. Dich interessiert so und so nur der Gustl. Ja, nein, aber das Konzept überzeugt mich auch nicht, weil ja, ich finde das kein Raumwunder. Also wieso ist das so propagiert, dass das ein Raumwunder ist? Nein, so? Nein. Also, aber also für mich ist das eh etwas zu dunkel. Ja. Ja, das ist das Designing, gibt es dann sicherlich auch in heller. Wahrscheinlich schon, ja. Aber das Design, das ist eh nicht unsere Welt. Das war ja so. Ja, da müssen wir halt jetzt. Ich wollte mal gucken, was da alles. Ah, da hat es so einen ziemlich tiefen Schrank. Mhm. Okay. Aber sind wenigstens alles Auszüge, gell? Ja. Was ist das unten? Ich weiß nicht, geht die da auf? Ah, das ist etwas, da ist was Technisches drin. Ja, der ist von außen beladbar wahrscheinlich. Also das kann man jetzt nicht so richtig erkennen, was das ist. Und die Technik, die ist hier untergebracht. Da ist sie. Also hinter der Klappe. Fernseher, wahrscheinlich die Wahlmöglichkeit zwischen hier und vermutlich auch hier. Ach so, ja. Da ist jetzt keiner da. Mal keiner da. Aber vielleicht. Schau hier, ist Steckdose. Also hier, vermutlich kann man den hier hinmachen. Vielleicht sind sie auch ganz modern und sagen, wir brauchen keinen Fernseher mehr. Wir schauen heute nur noch auf Tablet oder am Handy. Oder streamen. Oder streamen. Aber da braucht man einen Fernseher. Wenn man gut, ich dachte Leinwand. Ja. Aber manche nehmen ja auch einen Beamer. Ja, oder sowas. Ja. Ja, also vielleicht sind wir zu altmodisch. Aber für uns ist das Auto eh nichts. Also wir können schon ein Fazit machen. Wir haben uns darauf gefreut, auf den Mercedes. Also für mich war das eigentlich ein Highlight für den Messebesuch. Und war auch ziemlich belagert. Aber alles in allem bin ich enttäuscht. Und muss sagen, man hätte mehr draus machen können. Kann man das so sagen, was ich? Wollen wir nicht schilden. Wir halten Eurer für eine gute Marke und der hat uns gefallen. Nur in unserer Größe haben sie nichts in unserer Vorstellung. Entweder ist es ein Zweiachser, dann ist er zu klein. Oder es ist ein Dreiachser, was wir nicht wollen und dann ist er uns zu lang. Somit ist Eurer für uns keine Alternative, würde ich mal sagen. Für die Ursi gibt es uns sogar Alternative zu Gustl. Im Moment. Also bisher war ich jetzt halt noch in keinem Fahrzeug, was mich jetzt sehr überzeugt hätte. Ja. Das war unser Eindruck von Eurer. Wir hoffen, das Video hat euch trotzdem ein paar Erkenntnisse und ein paar Eindrücke gebracht. Geschmäcker sind unterschiedlich, also seid uns nicht böse, wenn wir klar sagen, das ist nicht unser Auto. Ja. Wenn es gefällt, der soll viel Freude daran haben. Geschmäcker sind unterschiedlich und Vorstellungen, wie man mit dem Wohnmobil unterwegs ist und so. Das ist alles sehr subjektiv. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Fahrzeug. Wir müssen die Zeit nutzen. Noch ist die Messe geschlossen. Und wenn ihr gerade ein YouTube-Kollege drinnen ist, dann kommen wir auch gut in die Fahrzeuge rein. Ciao. Genau, so ist es. Ciao, bis zum nächsten Video. Ja, tschüss.